Wie gesagt, nochmal herzlich willkommen im Namen aller Veranstalter, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der IG Metall, dem Global Policy Forum Industry All. Mein Name ist Jan Leidecker, ich bin der hiesige Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich grüße euch und Sie alle aus Genf. Ich bin das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hier arbeitet schwerpunktmäßig zur internationalen Gewerkschaftspolitik. Bevor ich hier ehrlich gesagt erst im September angefangen habe, war ich die letzten 6 Jahre aber auch in ähnlichen thematischen Zusammenhängen für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im südlichen Afrika in Johannesburg. Insofern freue ich mich, euch alle zu sehen. Und es ist auch so, und muss aber selber noch ein bisschen daran gewöhnen, dass es hier gerade zum ersten Mal so richtig kalt wird für mich seit 6 Jahren. Aber wie gesagt, herzlich willkommen. Was ist der Sinn dieser Veranstaltung? Anlass ist die 7. Verhandlungsrunde im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen über ein internationales Menschenrechtsabkommen, das Unternehmen weltweit zu menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfalt entlang der Lieferketten verpflichten und den Zugang zu Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen verbessern soll, sich gegen diese Verletzungen zu wehren. Seit Montag tagt die Arbeitsgruppe im Menschenrechtsrat, die ein verbindliches Abkommen erarbeiten soll. Und es ist unsere Einschätzung, dass in dieser 7. Runde wieder eine neue und eine deutliche Dynamik vorhanden ist. Auf der einen Seite gibt es mittlerweile erste verbindliche Regeln in Bezug auf Wirtschaft, Menschenrechte auf nationaler Ebene. Ich nenne mal das nationale Lieferkettengesetz in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch auf der EU sind Sorgfaltspflichtenregelungen geplant. Und die Frage ist, was bedeutet so etwas eigentlich für einen hier stattfindenden Prozess? Vor Beginn der Verhandlungen haben bereits mehrere Sonderberichterstatterinnen und Menschenrechtsexpertinnen die Bedeutung eines internationalen Abkommens hervorgehoben und ein solches Instrument beworben und damit sozusagen den Widerspruch zwischen nationalen Regelungen und einer globalen internationalen Vereinbarung aufgehoben und betont, dass sich das gegenseitig ergänzt. Die anwesenden Staaten der Verhandlungsrunde, inklusive übrigens auch erstmals der USA, erkennen nun auch die Bedeutung verbindlicher Regeln an. Gleichzeitig gibt es aber auch weiterhin kritische Stimmen, die den Prozess sowie den vorliegenden Abkommensentwurf nach wie vor grundsätzlich in Frage stellen. Dabei ist klar, dass aus unserer Sicht zumindest klar, dass etwas gegen Menschenrechtsverletzungen durch unternehmerisches Handeln getan werden muss, dass der Zugang zu Recht für die Betroffenen gebraucht wird und dass dies nur durch internationale Zusammenarbeit wirklich erreicht werden kann. Das heißt, es geht auch auf der Seite all derer, die ein solches Menschenrechtsabkommen unterstützen, darum, nun möglichst breite und schlagkräftige Bündnisse zu schmieden. Aus unserer Sicht, spielen die großen Gewerkschaften und ihre Verbände hier eine ganz zentrale und ganz besondere Rolle, eben weil sie international vernetzt sind und im Bereich und in ihrer schon aus ihrer Funktion und Geschichte heraus die Garanten für sozialen Fortschritt von Beschäftigten auf der Welt gewesen sind und ganz die zentralen Akteure dafür sind, dass es überhaupt zu Fortschritten gekommen ist. Und es wird ihre Kraft und ihre Gemeinsamkeit aus unserer Sicht brauchen, um den gesellschaftlichen Druck und den politischen Druck zu erzielen, zu einem guten und verbindlichen Abkommen zu kommen. Die Zusammenarbeit der hier vertretenen Organisationen ist schon älter. Ich glaube, alle Organisationen haben aufgrund ihrer Geschichte ein Stake, eine ganz wesentliche Verbindung zu diesem Thema. Aber wir haben bereits im letzten Jahr ein Side-Event zu den Verhandlungen durchgeführt und danach in ganz verschiedenen Konstellationen getroffen, um diese Arbeit weiter voranzubringen. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute einen weiteren Schritt gehen, um gemeinsam für ein solches Abkommen und vor allem für ein verbindliches Abkommen, ich sage mal mit Zähnen, das in der Lage ist, auch wirklich soziale Rechte durchzusetzen, uns einzusetzen und dafür gemeinsam zu kämpfen. Ich freue mich sehr, dass wir ganz viele tolle Gäste, Sprecherinnen und Sprecher heute gefunden haben, das mit uns zu erörtern und bin sehr gespannt auf die folgenden 1,5 Stunden. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute zu uns gekommen sind und für die Moderation und für die weitere Durchführung der Veranstaltung würde ich gerne übergeben an Horst Mohn von der IG Metall. Horst, du hast das Wort und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Jan,
für die Einführung. Mein Name ist Horst Mund, ich arbeite in der internationalen Abteilung der IG Metall. Und wie Jan ja schon gesagt hat, ist für Gewerkschaften wie die IG Metall das Thema menschenrechtliche Sorgfaltspflicht ein ganz zentrales, in natürlich auf nationaler, aber auch gerade auf transnationaler Ebene. Wir haben das seit langen Jahren gefordert, dass es rechtsverbindliche Instrumente gibt, haben aber gleichzeitig auch, weil nicht abzusehen war, wann es so etwas geben wird, uns für das eingesetzt, was wir zweitbeste Lösung nennen, freiwillige Vereinbarungen, globale Rahmenvereinbarungen. Es gibt mehrere hundert jetzt, aber angesichts der Zahl der multinationalen Unternehmen ist es natürlich das Sandkorn in der Wüste, auch wenn jeder Einzelne, und wir werden heute Beispiele hören von Bosch, natürlich potenziell einen Unterschied macht für die Beschäftigten. Globale Rahmenvereinbarung also als Ergänzung zu rechtsverbindlichen Instrumenten. Nie als Ersatz. Ich nutze gerne eine Analogie zum Straßenverkehr. Globale Rahmenvereinbarungen sind so etwas wie Zebrastreifen. Die helfen uns, unseren Kindern sicher über die Straße zu kommen. Aber natürlich brauchen wir immer auch eine Straßenverkehrsordnung, das heißt ein Rechtssystem für die wirtschaftliche Tätigkeit auf nationaler, aber auch nationaler Ebene. Jan hat auf den Dreiklang verwiesen, national, in Deutschland jetzt seit Juni das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene. Wir warten gespannt auf den Entwurf einer Richtlinie, der für Anfang Dezember angekündigt ist, und seit 2014 eben die verschiedenen Verhandlungsrunden für den UN-Treaty. Die Herausforderungen für die Zivilgesellschaft, für die organisierte Zivilgesellschaft, wie wir als Gewerkschaften und unsere Föderationen, ist natürlich größer, je größer sozusagen auch das Handlungsfeld ist. Und wenn man sich vorstellt, nur aus deutscher Sicht, wie viel Mühe es gebraucht hat und wie lange es gedauert hat, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, wie es offiziell heißt, auf den Weg zu bringen, dann hat man eine Vorstellung von der Größe der Aufgabe, das auf europäischer oder sogar auf globaler Ebene zu erzielen. Das entmutigt uns nicht. Das Bohren dicker Bretter gehört zur Aufgabe von Gewerkschaften. Und in diesem Sinne ist dieser Side-Event auch zu verstehen. Drei Teile haben wir vorgesehen. Ihr seht das, habt das den Einladungen entnehmen können. Wir werden zuerst Erfahrungsbericht aus Unternehmen, aus Betrieben beziehungsweise aus einem Sektor bekommen durch Kerstin May von der Bosch GmbH und Kalpuna Akta aus Bangladesch. Ich werde euch gleich noch etwas ausführlicher vorstellen. Diese Erfahrungsberichte werden wir dann in einem zweiten Schritt einordnen und aus Sicht einer globalen Gewerkschaftsföderation wie Industry All, beziehungsweise aus Sicht der Internationalen Arbeitsorganisation versuchen einzuordnen, um in einem dritten Schritt mit Vertretern aus Politik, Gewerkschaften und Bundesregierung, vertreten durch Carsten Stender vom BMAS, sozusagen zu sehen, wie man perspektivisch damit umgeht, was erfolgen muss, dass wir in the long run so eine rechtsverbindliche Regelung auf globaler Ebene bekommen können. Zeitlich sehr begrenzt. Wir haben noch ca. 75 Minuten. Es findet, wie das so ist bei Side-Events, in dem Fall in der Mittagspause der Verhandlungsrunde statt. Das heißt, es wird nicht sehr interaktiv sein können.
also mit Fragen an die Panelisten und so weiter, wird es schwierig. Wir haben aber die Möglichkeit vorgesehen, dass über den Chat Fragen an alle oder einzelne Panelisten gestellt werden können. Und ich werde versuchen, das dann aufzugreifen und bitte jetzt schon um Nachsicht und Verständnis, wenn das nicht in jedem einzelnen Fall gelingt. Letztens noch auch von mir, von der IG Metall, Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, an Industry All und das Global Policy Forum, mit denen wir zusammen diesen Side-Event, der sicher nur ein zweites Element in einer längeren Kette von Events sein muss, wenn wir denn das Ziel eines Global Treaties erreichen wollen. Soweit zur Vorrede und ich würde dann überleiten gleich zu dem ersten Block und Kerstin May bitten, darüber zu reden. Also mit wem haben wir es zu tun, wenn wir über die Bosch GmbH sprechen und was eure Erfahrung mit der Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in den weit verzweigten Lieferbeziehungen, es sind ja nicht nur Ketten, es sind ja Liefernetzwerke. Kurz noch zu dir, Kerstin. Kerstin May ist Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Bosch GmbH und des Europäischen Betriebsrats und sie ist auch gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats der Bosch GmbH. Viel mehr könnte man noch sagen, möchte ich und kann ich an dieser Stelle nicht tun. Kerstin, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier die Perspektive aus Bosch und vor allen Dingen auch aus Perspektive der Arbeitnehmervertreter vorzustellen. Ich hatte Folien zur Verfügung gestellt, jetzt weiß ich nicht, ob die gezeigt werden parallel. Das vielleicht als Hinweis hilft, vielleicht ein bisschen dem roten Faden zu folgen. Ich starte mit der Bosch-Perspektive, das Unternehmen, ganz kurz. Wir haben Eckdaten 2014. Bosch ist aktiv in 4 unterschiedlichen Branchen. Mobilitätssektor, Gebrauchsgüter, Maschinenbau und im Gebäude- und Energiesektor. Unterteilt sich operativ in 15 Sparten oder Divisionen, die das operative Geschäft führen, eigenes Portfolio haben, eigene Wirtschaftsplanung machen und im gewissen Sinne wie eigene Unternehmen auch gesteuert werden. Es gibt 4 Zentralabteilungen, die als Dienstleistung oder als Governance-Bereiche fungieren und sozusagen die operativen Einheiten unterstützen. Weltweit sind wir rund 390.000 Beschäftigte und davon rund 50% in Europa. Der Europäische Betriebsrat existiert seit 1998. Wir haben 24 Länder in der Vertretung. Und davon sind 3 Gastländer, Schweiz, Türkei und jetzt seit dem letzten Jahr auch Serbien mit dabei. Unser globales Rahmenabkommen nennt sich Grundsätze der sozialen Verantwortung bei Bosch und existiert seit 2004. Da sind wir bei der Einführung schon, 2. Seite. Und da werden wir bei den, wie gehen wir heute mit den Themen um? Ich soll nochmal von vorne anfangen. Nee, die englische Übersetzung. Ich habe gerade den Chat. Ich würde dich bitten, einfach weitermachen, okay, Kerstin. Gut. Ja. Gut, dann bitte die nächste Seite. Dann kommen wir auf das Thema, wie gehen wir heute mit unseren Grundsätzen der sozialen Verantwortung um. Wir haben, sag mal, so 2 Ebenen. Zum einen hat Bosch sich intern verpflichtet, die Grundsätze auch in einer Form zu operationalisieren und dafür zu sorgen, dass zumindest bis auf der Tier-1-Ebene der Zulieferer bestimmte Grundsätze eingehalten werden. Verantwortlich ist bei uns die Einkaufsabteilung. Es gibt ein Auditsystem, was auch genutzt wird, natürlich ganz klassisch die Produktseite zu auditieren, aber auch die Elemente sozialer Rahmenbedingungen und auch Umweltrahmenbedingungen werden damit auditiert und insbesondere natürlich bei neuen Zulieferern ist das ein wichtiger Rahmen, um sozusagen die Zulassung für eine Bosch-Zulieferer-Situation zu bekommen. Seitens des Europäischen Betriebsrates, wir sind das verantwortliche Gremium, was dort das globale Rahmenabkommen oder die Einhaltung des globalen Rahmenabkommens sicherstellt.
Und uns wird regelmäßig Bericht erstattet, sowohl über die Methoden, mögliche Maßnahmen, wo sind Auffälligkeiten entstanden, was sind so typische Auffälligkeiten in der Liefersituation. Und wir haben das sowohl auf der offiziellen Ebene, dass bei uns die Bosch-Geschäftsführung selber berichtet, im Rahmen der jährlichen Sitzungen, aber auch indem wir in einer bilateralen Austausch mit der Einkaufsorganisation sind. Fokus ist in erster Linie auf die Tier-1-Ebene, aber Bosch verpflichtet seine Zulieferer auch auf der Ebene danach, also sozusagen das weitere Contracting mit vergleichbaren Rahmenbedingungen abzuschließen, ist also eine der Bedingungen, um Zulieferer bei Bosch zu sein. Um Gefühl zu bekommen für den Umfang, Bosch hat heute über 25.000 Tier-1-Zulieferer, das ist und das weltweit verteilt, das ist also ein entsprechendes groß und umfänglich. Man kann sich vorstellen, was das nachher bedeutet, in der Lieferkette weiterzugehen. Wie gehen wir heute damit um? Ganz klassisch, eher ein reaktives System, muss man ehrlich sagen. Wir reagieren dort, wo wir, da, das ist angesprochen, Horst, wo wir über unsere internationalen Gewerkschaftskontakte Hinweise bekommen, dass möglicherweise Missstände bei Zulieferern existieren. Versuchen wir über Kontaktaufnahme zu den zentralen Abteilungen, die wiederum das lokale Management, was dort mit dem Zulieferer in Kontakt ist, entsprechend Einfluss zu nehmen. Typische Beispiele sind einmal, wenn sich Beschäftigte versuchen, gewerkschaftlich zu organisieren. Wir hatten also 2-3 Fälle zum Beispiel in der Türkei gehabt, wo es einen sehr aufwendigen Prozess gibt, diese 50-Plus-Linie zu erreichen, um dann Kollektivverträge zu bekommen oder überhaupt verhandeln zu können. Und da gibt es immer wieder die Situation, dass, ich sag mal, die Unternehmensleitung von Zulieferern das vielleicht manchmal anders sieht oder, ich sag mal, Mechanismen entstehen, die das deutlich schwieriger machen. Also da ist eher der Mechanismus da nicht, dass wir nicht über Recht sprechen oder konkrete Missstände irgendwie institutionalisiert platzieren können. Es ist eher der Effekt, wir sehen das und es ist nicht okay. Also das ist eine Frage von links. Und natürlich, wenn es weitergehend ist und auch zu Auffälligkeiten führt, wäre Bosch natürlich auch in der Lage, sagen wir mal, Sanktionen gegen seiner Zulieferer zu machen. Aber es ist eine reine privatwirtschaftliche Geschichte. Und insofern hat das Ganze natürlich Grenzen, zumal wir als diejenigen, die das, sagen wir mal, auf Druck des Bosch-Managements hin, immer nur aus einer zweiten Reihe betrachten und nie selber vor Ort sein können und damit ein Gefühl zu haben, wie hart ist so ein Konflikt und wie geht das vor. Aber wir sind da stark auch darauf angewiesen, auf unsere internationalen. Gleiches hatten wir zum Beispiel bei der Nachfrage Uiguren. Es gab eine Studie über die Uiguren in China. Bosch hat dort ist dort vorgeworfen worden, dass auch Bosch Teil dieses, sag ich mal, dieses Unrechtssystems ist. Und da haben wir auch dank der Nachfrage von Industry All Global gab es eine ausführliche Recherche intern bei Bosch nachfragen und haben dort nachweisen können, zumindest soweit es uns möglich ist, dass dort zumindest nicht in der Bosch-Struktur entsprechende Mechanismen wirken. Das heißt, diese Elemente helfen aber auch dem Unternehmen heute schon überhaupt strukturiert solche Vorwürfe nachzuvollziehen und nachzugehen und damit einfach auch in seinen eigenen Organisationen Mechanismen zu haben, um überhaupt Unrechtsbestände, ich sag mal, zu verfolgen und auch in der Managementorganisation solche Dinge platzieren zu können. Es hilft uns, wenn wir solche Themen haben, das auch entsprechend, Kanal haben, wo wir das lostreten können. Gilt übrigens auch nicht nur in der Zulieferbereich, sondern auch im internationalen Verbund von den Bosch-Standorten, weil der europäische Betriebsrat hat natürlich seine Grenze in Europa. Das heißt, wenn wir Missstände oder, sag ich mal, Probleme von Standorten außerhalb Deutschlands oder außerhalb Europas hören, nutzen wir den gleichen Mechanismus und versuchen dort entsprechend die Themen zu platzieren und die Baustellen natürlich abzustellen. Nächste Seite, da kommen wir jetzt auf das, was erwartet uns. Da einmal weiterschalten die Präsentation. Das ist das, was jetzt getrieben ist durch die deutsche Gesetzgebung, was ab 2023 wirken soll. Da haben wir ja die Situation, dass, manche Dinge ihre Schatten vorauswerfen. Wir haben uns jetzt in der letzten Sitzung des Europäischen Betriebsrates bereits darüber berichten lassen, was tut Bosch da? Weil das kann man nicht einfach nur scharf schalten und dann passiert es, sondern das bedarf einer entsprechenden Vorbereitung. Und ich muss sagen, das Unternehmen hat das, war ein Bericht von unserer Arbeitsdirektorin in der Sitzung, war jetzt erst im September auch aus meiner Sicht einen umfassenden Bericht soweit erstmal gegeben. Man setzt sich frühzeitig damit auseinander.
Es macht deutlich, momentan sieht man bis zu einer Tier-7-Ebene, also 25.000 Zulieferer auf der ersten Ebene, dann mit dem entsprechenden Vernetzung nach unten, entsprechend vielfältig und komplex. Man geht momentan davon aus, dass man ein risikobasiertes Managementsystem einführt. Man muss sich aber noch überlegen, nach welchen Kriterien geht man das, was sind dann Risiken, wonach kann ich auch Fokusbereiche setzen. Und es ist auch klar, dass es nicht mehr allein in der Einkaufsorganisation verankert sein kann, sondern dass dort Einheiten wie Arbeitsrecht, zentrale Abteilung, aber auch Umweltschutz und so weiter, dass die entsprechend mit eingebunden werden. Von unserer Seite ist es so, dass wir das natürlich sehr begrüßen. Es gibt aus meiner Sicht einfach einen stärkeren, ich sag mal, Rahmen, an dem man sich orientieren kann. Es hilft uns auch, eine Abwärtsspirale von Arbeitsbedingungen zu vermeiden, weil im internationalen Wettbewerb, jeder kennt das allein von den Lohnkosten her, aber natürlich auch Arbeitsbedingungen, auch das sind natürlich aus Unternehmenssicht in der Regel immer erstmal Kosten und möglicherweise Wettbewerbsnachteile, wenn es um Preise geht. Und wir wissen, dass der internationale Druck immer hoch ist. Also insofern gilt ein internationaler Standard auch mal da, einen Wettbewerb, ich sag mal, unter fairen Bedingungen stattfinden zu lassen. Und insofern sind solche gesetzlichen Rahmen helfen natürlich auch zum einen dort, wo die Strukturen auch etabliert sind, dass ein Rechtsstaatsmechanismus auch wirken kann. Auf der anderen Seite, und deswegen unterstütze ich da die Aussage vom Kollegen Horst Mund, wir brauchen trotzdem ein duales System. Wir brauchen nach wie vor die globalen Rahmenabkommen, weil nicht überall ist es so, dass Menschen vor Ort sich trauen, sagen wir mal, direkt die Gesetzgebung zu aktivieren, sondern manchmal braucht es auch immer noch die Unterstützung, dass man sagt, naja, sowohl betriebliche, aber auch gewerkschaftliche Interessenvertreter, wir sehen das, wir unterstützen euch in so einem Prozess, damit nicht hinterher das Risiko besteht, wer sich beschwert, verliert vielleicht seinen Job. Und das sind nicht nur Dinge, die, sag ich mal, vielleicht in Staaten existent sein können, wo vielleicht, sag mal, die Rechtsstaatlichkeit schwierig ist. Das Problem kann auch in Deutschland existieren, wenn der Druck für den Arbeitsplatz entsprechend groß ist. Insofern sehe ich das als ein duales System zukünftig. Und man muss, glaube ich, auch gucken, wie sich die Themen dann gegenseitig weiterentwickeln. Und ich begrüße auch sehr, dass es nicht nur soziale Elemente sind, sondern auch die Umweltthemen, weil das bedingt einander, dass natürlich auch nur unter gesunden Arbeitsbedingungen und damit auch gesunder Umwelt auch die Arbeitsbedingungen gesund sein können. Also das wäre soweit. Muss ich an der Stelle bitten, zu Ende zu kommen, Kerstin. Bin auch durch. Ja, wunderbar. 10 Minuten, toll für diese komplexe Thematik. Vielen Dank. Und da wäre jetzt vieles sozusagen nachzufragen. Ich sehe auch im Chat, es gibt schon das eine oder andere. Aber ich würde jetzt gerne als nächstes Kalpuna Akta bitten. Kalpuna ist, wie eingangs schon gesagt, die Präsidentin der Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation. Sie ist auch die Gründerin des Bangladesh Centers for Worker Solidarity. Bangladesch, eines der Länder, in dem die globale Textil- und Bekleidungsindustrie sozusagen ihren Produktionsschwerpunkt hat und nicht erst seit dem nach der Tragödie, dem Unglück von Rana Plaza 2013 ist sozusagen uns bekannt, unter welch schwierigen, häufig unmenschlichen Bedingungen dort die Bekleidung, die wir tragen, produziert wird. Ich würde dich bitten, oh, and now I switch to English. I failed on my promise to address you, Kalpuna and Christina in English, sorry. Also Kalpuna, ich werde jetzt auf Englisch weitersprechen. I would ask you to briefly ich würde dich jetzt gerne bitten, picture of the working, uns einen Überblick darüber zu geben, Bangladesh, wie die Arbeitsbedingungen in also, Bangladesch aussehen. Talk about the Bangladesh on building and fire safety. Und du kannst gerne auch erzählen, wie die Situation in Bezug auf Brandschutz in den Fabriken aussieht und auch auf künftige Ereignisse oder Projekte, die geplant sind. Es ist natürlich unmöglich, über all dies in 10 Minuten zu sprechen, aber du kannst jetzt gerne anfangen. Ja, vielen Dank, dass ich auf diesem wichtigen Podium dabei sein kann. Die Arbeitsbedingungen sind ähnlich wie
die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern, in denen es eine große Textil- und Bekleidungsindustrie gibt. Hier wird vor allem Kleidung für westliche Länder hergestellt. Es gibt sehr, sehr schlechte Löhne, Überstunden werden nicht bezahlt und wenn wir versuchen, uns zu organisieren, dann wird es häufig unterdrückt. Also wenn wir uns organisieren, dann können wir auch stärker werden. Die Pandemie hat die Situation wirklich sehr verschlechtert in unseren Ländern. Zu Beginn der Pandemie haben mehr als 300.000 ArbeiterInnen, vor allen Dingen eben in der Textil- und Bekleidungsindustrie, ihre Arbeit verloren. Und sie haben jahrelang in der Industrie gearbeitet und haben ihr zu viel Profite verholfen, aber wurden mit leeren Händen nach Hause geschickt. Und die Konzerne hätten hier Unterstützung leisten können, haben sie jedoch nicht getan. Und jetzt hat sich die Situation etwas verbessert, wegen der Delta-Variante in Indien kriegen wir jetzt viel mehr Aufträge hier in Bangladesch. Und es gibt auch Schwierigkeiten in Myanmar und deshalb haben wir viele Aufträge von vielen Marken bekommen. Das heißt, die Situation hat sich also etwas verbessert. Das heißt, die ArbeiterInnen, die ihre Arbeit verloren haben, wurden jetzt wieder eingestellt, also teilweise jedenfalls. Aber es gibt immer noch viele Probleme. Es gibt keine Entschädigungen für Kündigungen und viele andere Probleme. Aber wir wissen, dass wir gemeinsam stark sind und gemeinsam diese Probleme beheben können und weiter kämpfen können. Das Bangladesch-Abkommen, wir wissen natürlich, all das fing an mit der Tragödie von Rana Plaza, mit dem Einsturz von Rana Plaza, um die Bedingungen zu verbessern. Und der Tod durch den Einsturz und durch Brände in den Gebäuden. Wir haben gesehen, dass ein Feuerunfall nicht ausgereicht hat. Es mussten erst über 1.100 ArbeiterInnen beim Einsturz von Rana Plaza sterben, damit wir Aufmerksamkeit bekommen haben für unsere Probleme. Und das ist ja kein Einzelfall. Es gibt viele solcher Fälle. Und jetzt ging es uns darum, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und durch das Bangladesch-Abkommen zur Feuerschutz- und Gebäudesicherheit. Das wurde 2013 mit den internationalen Marken und mit Gewerkschaften und mit den Einzelhändlern abgeschlossen. Und das war ein rechtlich verbindliches Abkommen. Und das war ganz wichtig, denn die ArbeiterInnen konnten jetzt mitbestimmen. Sie waren an diesem Prozess beteiligt und an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Feuerschutzes und der Gebäudesicherheit. Das heißt, es wurden jetzt Inspektionen durchgeführt und die Missstände wurden aufgedeckt und wurden behoben. Das heißt, es wurde Feuerschutz eingerichtet und die Gebäudesicherheit wurde verbessert. Und das hat dazu geführt, dass dass es weniger Opfer gibt. Und das ist ein bisschen schwierig zu hören, gerade die Apuna. Es geht um ein rechtlich bindliches Abkommen. Wir brauchen rechtliche bindliche Vereinbarungen und Gesetze. Soziale Unternehmensverantwortung auf freiwilliger Basis reicht nicht aus. Letztes Jahr haben wir ein internationales Abkommen geschaffen aus dem Bangladesch-Abkommen. Und das Beispiel, also das, was wir in Bangladesch geschafft haben, muss auch in anderen Ländern umgesetzt werden, damit wir nicht weiter unsere Brüder und Schwestern in Feuerunfällen verlieren. Das heißt, wir haben
bereits gute Arbeit geleistet. Jetzt sind 146 Marken an diesem internationalen Abkommen beteiligt. Sie haben das unterzeichnet und wir hoffen, dass wir auch dieses Abkommen umsetzen können in anderen asiatischen Ländern. Und wie gesagt, das ist gerade schwierig zu hören. Die Akustik ist sehr schlecht. Das heißt, wir haben diesen Kampf in den letzten Monaten geführt und wir haben gesehen, dass wir Erfolg haben können, dabei menschenrechtliche Sorgfaltspflichten eben gesetzlich zu verankern. Das heißt, ich möchte noch einmal wiederholen, wie wichtig dieses Abkommen für Bangladesch ist mit diesen schwierigen Sicherheitszuständen, mit diesen verheerenden Sicherheitszuständen teilweise oder auch anderen Ländern wie Pakistan beispielsweise, die selbst die freiwillige Selbstkontrolle und die freiwilligen Maßnahmen, das waren bisher immer nur leere Versprechen. Die haben nicht viel geholfen. Das heißt, wir brauchen wirklich rechtlich bindliche Instrumente und Abkommen. Es geht dabei nicht nur um Feuerschutz, sondern es geht um Arbeits- und Gesundheitsschutz allgemein. Also es geht eben nicht um kleinere Verbesserungen, sondern um strukturelle Veränderungen. Wir üben Druck aus auf die Konzerne, dass sie diese Abkommen unterzeichnen müssen. Und wann immer wir ein Abkommen haben, dann muss es rechtlich verbindlich sein. Das ist unser Ziel und das ist nötig, damit sich die Zustände verbessern. Vielen Dank, Apurna. Vielen Dank dafür. Ich wechsle mal ganz kurz auf Deutsch. Ich kurz reinbringen würde, nämlich ist die Unterdrückung von Gewerkschaften und ihren Mitgliedern ein Kriterium, um den Vertrag mit dem entsprechenden Zulieferer zu kündigen? Okay, sie ist jetzt gerade nicht, die Frage war an Kerstin May gerichtet. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter, versuchen das in der zweiten Runde nochmal. So, Christina Hayagos-Clausen is the director for the textile and garment industry of Industry All Global Union. You have been at the forefront, Christina, fighting for better working conditions in the global garment industry. You have been für bessere instrumental in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Implementing the Bangladesh Accord. Bei der Umsetzung des Trade Union Representative on the Board of the Ready-Made Garment Sustainability Council, and you may wish to briefly talk about that as well. Die Vertreterin der Gewerkschaften. Bangladesh Accord. What is das Bangladesh Abkommen? The experience that Industry All Welche has made Erfahrungen with it? Hat Industry All damit gemacht? What, was sind eure would you say would, mit dem Bangladesh Abkommen? Und to have, was würdest du sagen, to, ist nötig, to have a legally binding, a fully legally binding ein rechtlich verbindliches Instrument level. Auf globaler Ebene umzusetzen? Vielen Dank, Horst. Guten Tag, so viel kann ich auf Deutsch sagen. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber ich werde meinen Beitrag hier auf Englisch leisten. Vielen Dank. Ja, wie Per Kapuna schon gesagt hat, das Abkommen in Bangladesch war wirklich wichtig, um die Zustände in Bangladesch zu verbessern. Das war eines der wichtigen Aspekte beim Abkommen, also das Feuerschutz- und Gebäudesicherheitsabkommen. Und jetzt haben wir das internationale Abkommen. Da geht es um die Zusammenarbeit mit den globalen Marken, mit den internationalen Marken und den internationalen Gewerkschaften.
in diesen Kämpfen. Das ist ein, um eben ein rechtliches Abkommen zu haben und zu schaffen, dafür zu sorgen, dass es ein solches gibt. Und eben dafür zu sorgen, und das hat Capone auch betont, dass es rechtlich verbindlich ist und dann auch an oder eben ein internationales Schiedsgericht mit beinhaltet und mit diesem zusammenarbeitet. Um das ein bisschen zu kontextualisieren, welche Erfahrungen oder wie die Erfahrungen dazu geführt haben, dass die dass die Konzerne zur Rechenschaft gezogen werden. Dieses internationale Abkommen, da haben bereits über 140 internationale Marken unterschrieben. Das heißt, hier wird ein neues Modell der Arbeitsbeziehungen umgesetzt. Das heißt, eines, in dem Konzerne rechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie Menschenrechte verletzen, wenn Menschenrechte verletzt werden bei ihren Zulieferern, also in der gesamten Lieferkette. Es gibt ein Verfahren, da gibt es ein Schiedsgerichtsverfahren, was festgeschrieben ist in diesem Verfahren, in diesem Abkommen. Und das ist ein wichtiges Element dieses internationalen Abkommens, das wir gemeinsam erarbeitet haben. Und damit, das ist eine Abkehr von diesem alten Prüfungsverfahren, von diesem Auditing-Verfahren, was wir hatten. Jetzt haben wir es geschafft, tatsächlich in diesem internationalen Abkommen Zugang zu Recht sicherzustellen. Das heißt, die ArbeiterInnen können hier ihre Rechte und die Betroffenen können ihre Rechte einfordern. Die Gewerkschaften sind dafür verantwortlich, die Konzerne zu überprüfen, dass sie die Vereinbarungen einhalten. Jetzt sollte ein rechtlich verbindliches Konfliktlösungsverfahren ebenfalls Teil dieses Abkommens sein. All diese Anstrengungen mit den Sektorabkommen, mit den globalen Rahmenabkommen, dem Bangladesch-Abkommen, dem internationalen Abkommen, trotz all dieser Anstrengungen gibt es eine Schwäche im System. Und das kann nur behoben werden mit einem rechtlich verbindlichen Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten. Nämlich, bisher ist es so, dass nur diejenigen, die sich an diesem Prozess beteiligen wollen, das auch machen. Das heißt, es gibt ein zweigeteiltes System. Einige Arbeiterinnen sind geschützter als andere. In Bangladesch, einige Fabriken, die sich an dem Abkommen beteiligt haben, also wo die Marken beteiligt waren, dort waren die Bedingungen sicherer und besser als die Fabriken, deren Betreiber nicht beteiligt waren am Abkommen, das Abkommen nicht unterzeichnet hatten. Das heißt, da gibt es keine Gleichbehandlung von ArbeiterInnen. Das heißt, einige Konzerne, sie schaffen es irgendwie, sich nicht an diese Vereinbarung überhaupt erst halten zu müssen. Das heißt, es gibt keine gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle Konzerne. Und die Gewerkschaften mit den ihren Kampagnen, mit der Solidarität, mit den Verhandlungen, mit den Konzernen, mit den Marken und mit den Gewerkschaften in diesem Verhandlungsprozess, da gibt es immer noch Marken, die weltweit operieren und die immer noch mit allem davonkommen, was sie tun, die gar nicht überprüft werden können, also wo gar nicht sichergestellt werden kann, ob sie irgendwelche Verpflichtungen einhalten. Und deshalb denke ich, und da wiederhole ich mich,
ein solches rechtliches Abkommen zur Wirtschaft und Menschenrechten auf der UN-Ebene, auf globaler Ebene brauchen, um eben gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle herzustellen, für alle Konzerne und alle Konzerne gleichermaßen zur Rechenschaft zu ziehen. Vielen Dank, Christina. Irina ist Expertin der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO. Sie hat auch zu Instrumenten auf Global Governance-Ebene gearbeitet und den institutionellen Rahmenbedingungen. Und vielleicht kannst du uns etwas zur ILO erzählen. Welche völkerrechtlichen Standards gab es bisher und wo sind die Grenzen? Welche multilateralen Standards gibt es bei der ILO? Und auch zu dem Abkommen, was gerade verhandelt wird, was ist deine Meinung dazu? Wo stehen wir gerade? 10 Minuten, so wie bei allen anderen auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Horst, und vielen Dank für die Einladung für dieses wichtige Side-Event zur 7. Verhandlungsrunde des UN Treaty. Besonders gefreut hat mich, dass Sie IG Metall und Industrial dieser Veranstaltung mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen haben, da natürlich Gewerkschaften eine Schlüsselrolle spielen. Ob es gelingen wird, Menschenrechte in Lieferketten wirksam umzusetzen. Ob der Treaty bindend ist oder nicht, letztendlich werden Menschenrechte nur durch Zugang zu den Betrieben und über Gewerkschaften umgesetzt werden können. Die ILO hat leider keine einheitliche Position zu Menschenrechten in Lieferketten und im UN-Treaty. Die Gruppe der Arbeitnehmer will ein neues Instrument zu Menschenrechten oder Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Das heißt, eine Empfehlung oder ein Übereinkommen oder am liebsten beides aus Sicht der Gruppe der Arbeitnehmer. Die Gruppe der Arbeitgeber innerhalb der ILO sehen keinen Regelungsbedarf im Hinblick auf Lieferketten und die Regierungen sind gespalten. Der Verwaltung Rat der ILO hat jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet, die bis März 2022, also März nächsten Jahres, zum Verwaltungsrat einen Vorschlag für das weitere Vorgehen der ILO unterbreitet. In der Diskussion um Lieferketten ist die Unterscheidung von Soft- und Hard-Law besonders wichtig. Soft-Law wird häufig als Bezeichnung für nicht verbindliche Übereinkünfte, Absichtserklärungen oder Leitlinien gesehen. Dazu im Gegensatz ist das Hard Law, zu dessen Vollzug sich Beteiligten verbindlich verpflichten. Das Soft Law stellt eine weniger strenge Selbstbindung dar, was aber nicht unbedingt das Gleiche ist wie Wirkungslosigkeit. Zum Beispiel in der ILO, und hier komme ich zur Horst-Frage, war ein wichtiges, sehr wichtiges Beispiel oder ich würde sagen das wichtigste Beispiel für Soft Law, die 98er-Erklärung zu grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit, Declaration on Fundamental Rights, Principles and Rights at Work, die alle ILO-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die Kernarbeitsnormen umzusetzen, unabhängig davon, ob sie sie ratifiziert haben oder nicht. Dies hat natürlich einen Durchbruch für diese Kernarbeitsnormen gegeben. Ein anderes, auf die ich zurückkommen möchte später, ein anderes wichtiges Beispiel für Soft Law ist die MNI-Erklärung der ILO, also die Erklärung für multinationale Firmen, die ursprünglich 1977 erarbeitet wurde und dann 2017 überarbeitet wurde. Besonders wichtig im Zusammenhang, den wir hier diskutieren, ist der Paragraph 10f der MNI-Erklärung, wo drin steht, dass im Hinblick auf die zentrale Rolle der Vereinigungsfreiheit und der Kollektivverhandlungen sowie der Arbeitsbeziehungen in Lieferketten sinnvolle Konsultationen mit Arbeitnehmerverbänden stattfinden sollten, was natürlich auch in ähnlicher Form in den Leitlinien steht. In Hinblick auf die dritte überarbeitete Entwurf für ein verbindliches Abkommen, UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechte, möchte ich ganz kurz nur Stellung beziehen.
Wichtig für aus Sicht der ILO ist natürlich, dass sie sich auf die unsere Erklärung, die ILO-Erklärung zu multinationalen Unternehmen bezieht, dass sie sich auf die Kernarbeitsnormen bezieht und über das Einkommen, über das auf das Übereinkommen 190 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung bezieht. Also zusätzlich zu den Kernarbeitsnormen ein anderes Übereinkommen, das kürzlich beschlossene zu Gewalt und Belästigung. In dem Vertragsentwurf steht drin, dass Vertragsstaaten Unternehmen zu menschenrechtlicher Sorgfalt verpflichten und Menschenrechtsverstöße wirksam sanktionieren. Wie gesagt, die ILO hat keine Position dazu. In meiner persönlichen Eigenschaft möchte ich sagen, dass ich von nicht bindenden Abkommen, die es gibt, immer wieder Grenzen gezeigt, nicht zuletzt in Myanmar. Nach meiner persönlichen Ansicht könnte es durchaus ein vermittlicher UN-Treaty ein Schritt in die richtige Richtung sein, dass Menschenrechte in Lieferketten in Zukunft besser verwirklicht und durchgesetzt werden können. Wie schon eingangs gesagt, spielen meiner Ansicht nach oder auch der Ansicht der ILO nach Gewerkschaften eine wirklich große Schlüsselrolle, um diesen Zugang zu Recht, Access to Remedy, zu ermöglichen, vor allem in den Produzentenländern. Vielen Dank, Horst. Vielen Dank, Verena. Wir haben jetzt gehört von Kerstin und von Kalkuna Akta die Perspektive aus Unternehmen bzw. gewerkschaftliche Positionen. Christina und Verena haben das versucht, sozusagen in einen größeren Kontext zu setzen. Und wir würden jetzt in dem dritten Schritt, so wie es auch im Programm angelegt ist, versuchen, das sozusagen aus der Perspektive dreier noch wichtiger Akteure nochmal zu betrachten. Die Notwendigkeit für ein UN-Treaty aus Sicht der Politik, aus Sicht einer Industriegewerkschaft und dann aus Sicht einer sozusagen einer Regierung, in dem Fall der deutschen Bundesregierung, momentan nur geschäftsführend. Das wissen zumindest diejenigen, die sich mit der bundesdeutschen Politik beschäftigen. Aber ich würde gerne mit Helmut Scholz beginnen. Helmut Scholz ist Mitglied im Europaparlament und dort für die Vereinte Europäische Linke, Nordisch-Grüne Linke und Mitglied im Handelspolitischen Ausschuss. Was ist denn nun nötig, damit es so ein UN-Abkommen überhaupt geben kann? Und vielleicht als Frage zum Einstieg, wie schätzt du die Situation und die Debatte, die jetzt ja im Europaparlament intensiv geführt wurde, die dann jetzt auch die Kommission veranlasst, im Dezember dann den Richtlinienentwurf vorzulegen? Ja, danke erstmal für die Einladung und für die spannende Debatte. Es ist natürlich ein Sachthema, das wir seit vielen Jahren eigentlich schon im Europäischen Parlament sehr intensiv führen. Also auch die Begleitung von mehreren Fraktionen der Verhandlungen in Genf zu dem United Nations Binding Treaty. Und das hat ja irgendwo auch mit dem Lieferkettengesetz, also dem nationalen Frankreich, Niederlande und jetzt in Deutschland zu tun. Es hat aber auch mit der eigenen Gesetzgebung der Europäischen Union zu tun. Und wenn, wie ich gerade heute gehört habe, aus Genf die EU-Kommission nicht am Verhandlungstisch sitzt, sondern sich mit dem Verweis auf dringend zu erledigende Arbeit für sozusagen die Fertigstellung des Lieferkettengesetzes entschuldigt, wird schon einmal deutlich, dass hier zwei Prozesse eigentlich ganz eng zusammenhängen, aber durchaus unterschiedlich gesehen werden. Und woran es hapert und was eigentlich notwendig ist, würde ich ganz klar sagen, der politische Willen ist notwendig. Der politische Willen der Gesetzgeber, der Regierung, der aller Staaten, die sozusagen in der UNO sitzen und damit natürlich auch aller 27 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Und natürlich hat diese Problematik, wenn es um Lieferketten
Gesetze, um Menschenrechte, um sozusagen Umweltstandards in der Definition von Rahmenbedingungen für die Produktion, für Dienstleistungen, die erbracht werden, im globalen Verständnis viel damit zu tun, wie soll eigentlich unsere Industriepolitik, unsere Wirtschaftspolitik generell in den verbleibenden 9 Jahren so umgestellt werden, um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erfüllen, dass wir auch am Ende zu dem Bekenntnis, was wir da in New York abgegeben haben, auch stehen und den Menschen global in die Augen sehen können, als Politikerin und als verantwortlich für die Umsetzung von bestimmten Beschlüssen. Und deswegen finde ich auch einen bestimmten Kritikpunkt, der aus der beeindruckend breiten Millionen von Beschäftigten, von besorgten Menschen in den Ländern, die sozusagen an dem Binding-Treaty-Prozess irgendwie mitwirken, bereit sind oder auch involviert sind, dass sie sagen, das muss unser eigenes unser Anliegen sein. Also wir müssen sozusagen die Regierungen, die Staaten etc. in diese Richtung drängen. Da ist viel dran, weil es ist ein Demokratieaspekt. Aber wir sind leider noch nicht bei dem Punkt, dass sozusagen die demokratische Einbeziehung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Werktätigen in die Entscheidungsprozesse über Investitionspolitik, über die Entscheidung, wo geht ein Unternehmen denn hin, mit welchem Ziel, wie wird die Produktion entsprechend ausgestaltet, eingebunden sind. Das heißt also, die Kritik, die da geht, also dass offensichtlich die Staaten nicht gewillt sind, reicht nicht aus, sondern wir müssen den Schritt weitergehen. Und insofern bedanke ich mich auch für das Seminar heute. Wir müssen erreichen, dass die Staaten sich entsprechend dem, was sie verkünden, in guten Erklärungen, in großen Reden, in den Parlamenten, in der Öffentlichkeit, in den Message zu internationalen Gipfeln, und wir haben ja jetzt den Glasgow-Gipfel wieder vor uns, also wir werden ja sehen, was dort in Bezug auf die notwendigen Antworten, die zu finden sind, die Regierungen oder die Fachministerien, will nicht zu hoch greifen, bereit sind zu liefern, dass also sozusagen in diesem Kontext wir die Staaten nicht aus der Verantwortung lassen dürfen. Und deshalb halten wir gerade im Europäischen Parlament zumindest 3,5 Fraktionen sehr intensiv daran fest, diesen Binding Treaty Prozess nicht weiter zu verwässern, sondern die Staatenvertreter und damit unsererseits als Europäisches Parlament natürlich die Kommission an erster Linie ernsthaft in die Pflicht zu nehmen, zu verhandeln. Und deswegen ist es auch nicht hinnehmbar, wenn sie sich mit anderen Arbeitsaufgaben so mal ausklinken aus einem Prozess, in dem eigentlich sich alle bei der jetzigen Verhandlungsrunde zumindest erst einmal für die Notwendigkeit eines solchen Binding Treaties ausgesprochen haben, was ja ein begrüßenswerter Schritt ist. Aber was zu tun ist, heißt, wir müssen demokratisch, wir müssen durch massiven Druck, und da bin ich voll bei Frau Schmidt, durch gewerkschaftliche Kämpfe darauf hinwirken, dass sozusagen diese Kriterien für künftige Wirtschaftsentwicklung nicht sozusagen außer Acht gelassen werden, wenn es bei der Umsetzung von Produktionsorientierung in einer komplizierten Situation für viele wirtschaftliche Unternehmen nach Covid-19 geht, zugelassen werden können. Und deshalb ist erst einmal das Erreichen eines solchen Vertrages sicherlich wichtig, und das gilt in gleichem Maße für das Lieferkettengesetz. Also inwieweit ist ein Lieferkettengesetz, und sei es nur in der EU, verpflichtend bis hin, und das ist ja ein Punkt, der gegenwärtig sehr kontrovers diskutiert wird zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, hinsichtlich der strafrechtlichen Verantwortung von Unternehmen für die Umsetzung der dann entsprechend gesetzlich verankerten Regeln. Und wir sind also gespannt, war ja eigentlich schon für den Juni angekündigt, dieser Vorschlag. Jetzt sind wir Anfang Dezember gelandet. Ich hoffe, dass wir auch nach COP26 und nach der jetzigen erneuten Vertagung dann wirklich im Dezember etwas auf dem Tisch liegen haben, was wir ernsthaft prüfen können und in Übereinstimmung auch mit den Verhandlungen dort in Genf bringen. Vielleicht soweit dazu.
Ja, vielen Dank, Helmut Scholz. Dr. Carsten Stender, Abteilungsleiter der Abteilung 6 Europäische und internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik und seit einer ganzen Reihe von Jahren mit diesen Themen betraut. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, eine von mehreren vor ungefähr einem Jahr anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Bundesrepublik, wo Sie auch schon über die Fragen Lieferkettengesetz, Zusammenhang von Menschenrechte und wirtschaftlicher Tätigkeit im EU-Kontext gesprochen haben. Ich mache eine persönliche Klammer auf. Gewerkschaftsseitig haben wir Sie immer als quasi als Verbündeten empfunden, wenn es um diese Fragen geht. Nun haben wir das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ändert das etwas an der Haltung und auch dem Auftreten der deutschen Bundesregierung, wenn es um den UN-Treaty geht? Denn da war ja bis vor kurzem doch eine weitgehende Sprachlosigkeit festzustellen in den vorhergehenden Verhandlungsrunden. Wohl wissend, dass wir uns im EU-Kontext bewegen und es da möglicherweise Mandate oder eben auch das Fehlen von Mandaten gibt. Aber gibt es da jetzt eine Änderung, die absehbar ist? Und das auch wieder im Kontext einer geschäftsführenden Bundesregierung und so weiter. Von daher müssen wir wahrscheinlich ganz viele kleine Klammern aufmachen. Aber wie ist Ihre Einschätzung? Und das Mikro einschalten, das wäre hilfreich. Horst, hörst du mich jetzt? Sehr gut. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Die Antwort auf deine Frage, ob sich etwas ändert, kann aus meiner Perspektive nur heißen, ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Du hast meine delikate Lage schon angesprochen. Ich spreche für eine Bundesregierung, die nur noch geschäftsführend im Amt ist und eine Bundesregierung, die in der Frage eines Binding Treaty ihre liebe Mühe hatte, in der vergangenen Legislaturperiode zu einer gemeinsamen Linie zu kommen. Das hat damit zu tun, dass das, was Verena aus der ILO geschildert hat, auch für die Bundesregierung gilt, dass also ein Teil der Mitglieder der Bundesregierung eher auf den Ansatz der Freiwilligkeit gesetzt haben und ein anderer, der sozialdemokratische Teil, eigentlich von vornherein zu rechtlich bindenden Regeln kommen wollte. In Deutschland ist das in dem letzten Koalitionsvertrag mit Blick auf die deutsche Gesetzesregelung so gelöst worden, dass man ein Monitoring zur Mitte der Legislaturperiode verabredet hat, um zu schauen, ob bis dahin die Mehrheit der deutschen Großunternehmen freiwillig die Leitprinzipien der Vereinten Nationen leben und umgesetzt haben. Und nachdem klar war, dass nur etwa 18% die Erwartungen unseres nationalen Aktionsplans, der die UN-Leitprinzipien übersetzt, erfüllen, war der Weg frei für ein deutsches nationales Gesetz. Wir haben noch keine neue Bundesregierung. Die Koalitionsverhandlungen laufen. Ich kann mich deshalb nur mit allem Vorbehalt äußern, Horst, so wie du es gesagt hast. Aber ich kann meinen Wunsch und meine Erwartungen aus der Perspektive des Bundesarbeits- und Sozialministeriums äußern. Und wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, sind auch meine persönlichen Erwartungen als Gewerkschaftsmitglied und als Mitglied der Deutschen Bergbau-, Chemie- und Energiegewerkschaft. Diese Erwartung ist, dass die Zeit der Freiwilligkeit hinter uns liegen muss und dass wir zu verbindlichen Regelungen kommen müssen, national, europäisch und möglichst auch international. Und ich glaube, dass für den Erfolg dieses Vorhabens, das nun gerade in Genf verhandelt wird, wichtig sein wird,
dass wir uns ganz nah an dem orientieren, was John Ruggie und was die UN-Leitprinzipien uns ins Stammbuch geschrieben haben. Je weiter sich ein Vertragsentwurf im UN-Kontext von der Sprache, von den Definitionen und von den Konzepten der Leitprinzipien entfernt, umso schwerer wird es sein, dafür internationale Akzeptanz zu finden. Das hat seine Ursache darin, dass diese Leitprinzipien wohl durchdacht sind und ein gutes Konzept sind. Es hat aber auch den ganz praktischen Hintergrund, dass eine künftige EU-Regulierung und die nationalen Regulierungen, die es gibt, an den Leitprinzipien der Vereinten Nationen bereits anknüpfen und deren Management-Prozessstandards in Gesetzesrecht übersetzen oder übersetzt haben. Die Frage, ob ein internationales Abkommen für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union etwa ratifizierbar ist, wird davon abhängen, ob das Konzept, das dort enthalten ist, stimmig ist und in Übereinstimmung gebracht werden kann mit dem, was europäische Rechtsetzung und was nationale Rechtsetzung bereits vorgibt. Und das sind Konzepte, die an den UN-Leitprinzipien anknüpfen. Deswegen ist meine Hoffnung, dass der Prozess in Genf in eine Richtung geht, der auf die Konkretisierung und rechtliche Verbindlichmachung der UN-Leitprinzipien setzt. Es ist hier Kritik geübt worden an der Europäischen Kommission. Wenn es zu diesem Vertrag kommt, dann wird es ein gemischtes Abkommen sein. Und wir müssen als Deutsche zur Kenntnis nehmen, dass wir nur einer von 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind und dass wir hier über Materien sprechen, die eben europäisch vergemeinschaftet sind. Und die europäischen Organe haben von einem einzelnen Mitgliedstaat und einer einzelnen geschäftsführenden Bundesregierung keine Ratschläge entgegenzunehmen, wie sie ihren Job machen müssen. Aber wenn wir über Erwartungen für die nächste Legislaturperiode in Deutschland sprechen, so werden wir jedenfalls darauf hinarbeiten, dass es einen konstruktiven Umgang der Europäischen Kommission mit diesem internationalen Rechtsetzungsvorhaben gibt. Auch das Auswärtige Amt hat bedauert, dass nicht rechtzeitig eine strukturierte gemeinsame Analyse der Vertragsartikel, wie sie im Entwurf vorliegen, innerhalb der EU-Kommission möglich gewesen ist. Und wir wünschen uns, dass der Europäische Auswärtige Dienst eine Rolle für sich findet, die eben konstruktiv sich in diese Verhandlungen einbringt. Der Umstand, dass die USA aus einem Lager der Verweigerer nun in ein Lager der aktiven Mitgestalter auf der UN-Ebene gewechselt sind, kann da auch ein neues Momentum auch für die Europäische Union bedeuten. Zugleich will ich für die Kolleginnen und Kollegen in Brüssel insofern um Verständnis werben, als auch die in einer unkomfortablen Situation sind, solange es in der Kommission noch keine Einigkeit über den EU-Regulierungsvorschlag zur Unternehmensverantwortung gibt. Denn der Maßstab, mit dem die Europäische Union international und in der UN-Ebene auftritt, um für verbindliche Unternehmensverantwortungsstandards zu werben, kann ja nur der sein, den man sich auch auf seinem eigenen Heimatmarkt und in der Europäischen Union zutraut. Sodass ich glaube, dass strategische Klärungen in Brüssel dann anstehen, wenn, und das ist ja jetzt für den 8. Dezember angekündigt, in einigen Wochen ein europäischer Rechtsakt für verbindliche Unternehmensverantwortung entlang globaler Lieferketten vorliegen wird, dann klärt sich auch die Verhandlungslinie, mit der die Europäische Union auf der Ebene der Vereinten Nationen antreten kann. Ich will für unser Haus noch sagen, dass wir nun wenige Wochen vor der Übernahme der G7-Präsidentschaft stehen und dass mein Minister vorhat, das Thema Verantwortung in Lieferketten auch zu einem Thema bei G7 zu machen. Wir werden dann sehen, in welcher Zusammensetzung die nächste Bundesregierung und mit welchem Programm wir bei G7 antreten. Aber intern arbeite ich dafür, dass das Thema, das uns hier heute zusammengeführt hat, auch eines ist, bei dem die G7 einen gemeinsamen strategischen Blick im nächsten Jahr für sich finden sollten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank und
ganz besonders auch noch für den Ausblick und den Hinweis auf die G7-Präsidentschaft. Ich hatte Helmut Scholz gesehen, der, glaube ich, jetzt direkt darauf kurz antworten oder reagieren wollte. Und dann würde ich dir die Gelegenheit geben, bevor ich dann das Wort an Wolfgang Lemm weiterleite. Danke nochmal für diese Möglichkeit. Und ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei Herrn Stender für diese sehr klare Positionierung zu dem ganzen Vertrag. Ich vollziehe das völlig nach und wir wissen im Europäischen Parlament sehr genau, wie die verschiedenen Akteure innerhalb des Rates und natürlich auch in der Kommission und damit auch die schwierige Situation für die Kommission in Genf sich darstellt. Das Problem nur dahinter ist, dass wir ja seit Jahr und Tag darauf hinweisen, dass der Rat der Kommission das Mandat erteilen muss oder aber letztendlich dem EAS als der Struktur, die dort in Genf direkt mit am Tisch sitzt. Und insofern ist wir hier, also kommen wir nicht weiter, wenn wir immer zwischen den Verantwortungsträgern hin und her schieben, sondern ich freue mich, dass sozusagen Deutschland sagt, okay, mit dem G7 und auch mit der neuen Bundesregierung gehen wir hier einen Schritt vorwärts. Wir werden ein aktiver Mitstreiter für die möglichen Verhandlungen, erfolgreichen Verhandlungen zu diesem Binding Treaty, weil es gibt zum Beispiel von den Friends of Earth of Europe und einer ganzen Reihe von beteiligten internationalen NGOs auch die ganz klare Forderung: Submit a recommendation to the Council to agree a common position and abstain a mandate to engage in the negotiation for the United Nations binding a treaty in time for the 8th session. So, das ist schon das Minimum, was dort formuliert werden konnte, weil wir verlieren ein weiteres Jahr. Und wir hoffen auch, sozialdemokratische Abgeordnete, grüne Abgeordnete, liberale Abgeordnete und wir Linken im Europäischen Parlament, dass in dieser Richtung gemeinschaftlich wir einen Schritt vorankommen. Also Sie haben uns da bestimmt als Verbündete, Herr Stendler, wenn es auch um die Untersetzung der entsprechenden europäischen Gesetzgebung in diese Richtung geht. Danke. Ja, vielen Dank noch für diese Ergänzung. Ich würde jetzt zu Wolfgang Lemp übergehen. Wolfgang Lemp, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und unter anderem für die transnationale Arbeit verantwortlich. Wolfgang, vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Lieferkettengesetz, das zum Deutschen. Wie ordnet die IG Metall das ein? Ich habe hier im Chat gesehen, da gab es kritische Anmerkungen, dass Lieferketten-Sorgfaltspflicht als zahnloser Tiger. Was ist deine Meinung dazu? Ja, vielen Dank, Horst, und vielen Dank natürlich auch für die vielen guten Beiträge vor meinem bescheidenen jetzt. Ich finde, das war eine ganz wichtige Diskussion, ist eine wichtige Diskussion in dem Kontext, um was es uns hier, glaube ich, allen gemeinsam geht. Horst, du weißt das, viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Runde zusammen sind, glaube ich auch. Die IG Metall hat sich ja sehr stark für das deutsche Lieferkettengesetz, für das Zustandekommen eingesetzt, auch im Kontext mit einer deutschen Initiative zum Lieferkettengesetz, welche sich aus verschiedenen Verbänden zusammensetzt. Wir haben jetzt gerade erst entschieden, dass wir als IG Metall auch dieser Initiative weiter zugehören werden für die nächsten 2 Jahre zunächst mal. Das deutet schon darauf hin, von welchem Zeitraum wir ausgehen, bis sozusagen sich die Frage entscheidet, ist es ein zahnloser Tiger, ja oder nein? Klar ist, dass wir natürlich überhaupt nicht allumfänglich zufrieden sind mit dem deutschen Lieferkettengesetz, gleichwohl will ich schon auch sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir es jetzt haben. Und Carsten Stende hat ja angedeutet,
eben sehr vorsichtig, was das sozusagen auf der politischen Ebene in den letzten Monaten auch für Diskussionen beinhaltete. Und ich habe natürlich auch, weil ich ja neben den transnationalen Fragen auch für Industriepolitik zuständig bin, deshalb sehr viel mit Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden zu tun habe, die Auseinandersetzung in den letzten Monaten an vielen, vielen, vielen Stellen gehabt. Braucht man überhaupt ein deutsches Lieferkettengesetz? Und das, was in der deutschen Debatte passiert ist, hat auch ein bisschen was damit zu tun, was Helmut Scholz eben angedeutet hat. Man verschiebt sozusagen die Verantwortung von Deutschland nach Europa in der Hoffnung, dass man es in Europa nicht hinbekommt. Und insofern ist, glaube ich, das schon ein gewisser Wert, dass das nicht gelungen ist, dieses deutschen Lieferkettengesetz. Und was ich schon auch erwähnen will, ist, dass es neben dieser ja sehr organisierten Abwehrhaltung der Verbände ja durchaus auch einzelne Unternehmen gab und gibt. Da ist ja das Unternehmen von Kerstin, also Bosch, nur eines. Dazu gehören ja auch die Automobilkonzerne BMW, VW und andere. Dazu gehören aber auch Schaeffler, Siemens oder Conti, die alle, und das sind ja keine unwichtigen Konzerne in der Republik, die alle sich auch dafür eigentlich eingesetzt haben, dass es ein Lieferkettengesetz gibt, weil die, glaube ich, schon auch ein Stück auf der betrieblichen, auf der Unternehmens- und auf der Konzernebene erkannt haben, dass das erforderlich ist. Also von daher ist diese Initiative der Betriebsräte aus diesen Unternehmen ganz entscheidend, auch mit Blick auf die Frage dessen, was wir jetzt ja, von der europäischen Regelung erwarten. Und meine Erwartung an die europäische Ebene ist natürlich, dass wir, schon noch sozusagen eine Verschärfung bezogen auf die deutschen Regelungen im europäischen Kontext hinbekommen. Das ist ja zumindest das, was in den letzten Monaten immer wieder mal signalisiert worden ist, dass es nicht ausgeschlossen wäre, dass wir mit Blick auf die deutsche Regelung durchaus auch eine Verschärfung oder andere an der einen oder anderen Stelle, also eine Verschärfung in unserem Sinne in Europa hinbekommen könnten. Das wäre natürlich hilfreich, auch für diese nationale Auseinandersetzung, die wir jetzt ja haben und die sich jetzt im Moment, nachdem das Gesetz verabschiedet ist, ein bisschen beruhigt hat, die aber, glaube ich, sehr deutlich zunehmen wird, wenn das Gesetz dann in die Umsetzungsphase geht. Da mache ich mir gar keine Illusion. Da werden wir uns auch entsprechend als IG Metall, als deutsche Gewerkschaften im Verbund mit Industry All Global und der Europäischen Föderation darauf vorbereiten. Ja, vielen Dank auch dir, Wolfgang. Vielen Dank allen Beteiligten an der Veranstaltung bisher, auch für die sozusagen große Disziplin, was jetzt Zeit angeht. 90 Minuten hatten wir zur Verfügung. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde und es gibt doch eine ganze Reihe von Anfragen und Kommentaren im Chat. Ich fange mal mit einer Bitte an, die von einem Chat-Teilnehmer geäußert wurde. Die Links, die zum Teil dort gepostet werden, kann man nicht sozusagen direkt angehen. Das heißt, ich würde alle diejenigen bitten, die Interesse dran haben, an den Links, an die Organisatoren dieser Veranstaltung kurz zu schreiben, dass dieses Interesse besteht. Dann kann man sozusagen auf eine E-Mail dann auch mit den entsprechenden Links antworten. Ich gehe nochmal zurück auf die von mir eingangs schon gestellte Frage an die Kollegin Kerstin May, ob es innerhalb
der Bosch-globalen Rahmenvereinbarung ein Kündigungsgrund für die Beziehung zu Zulieferern ist, wenn ein Zulieferer gewerkschaftliche Tätigkeit nicht zulässt oder behindert. Ich hoffe, Kerstin, du bist jetzt noch da. Wunderbar. Dann würde ich dir jetzt kurz das Wort erteilen. Also es ist vertraglich nicht, wie soll ich sagen, geregelt, was ich mir vorstellen kann. Wir hatten bis jetzt auch nicht die Situation. Was ich mir vorstellen, also der erste Schritt ist immer erstmal Missstände abstellen. Also der Prozess, das gilt übrigens grundsätzlich in der Zuliefererbeziehung Bosch mit seinen direkten Zulieferern, ist egal, ob es technische Probleme sind oder soziale Probleme. Erstmal geht es darum, Prozess zu finden, wie komme ich also sozusagen auf ein normales und anständiges Niveau. Also insofern nicht den Kontrakt gleich zu kündigen, sondern in einen gemeinsamen Verbesserungsprozess einzutreten und damit die Situation zu verbessern. Das unterstützen wir auch grundsätzlich, weil im schlimmsten Fall würde das Problem nur von einem Zulieferer auf den nächsten verlagert werden. Also insofern dort ein Aufklärungs- und Verbesserungsprozess. Ich kann mir aber vorstellen, wenn es massiv dabei bleibt, dass wir mit entsprechendem Druck, und da würde dann auch öffentlicher Druck dann dazu gehören, möglicherweise auch den Bosch dazu drängen würden, solche Verträge aufzukündigen. Aber genau an der Stelle braucht es dann auch dieses Element der Rechtsstaatlichkeit, also sozusagen die Chance ist auch des Nachweises abzubilden. Da kommen auch die Grenzen unserer globalen Rahmenabkommen kommt dann zum Tragen, weil jeder, der schon mal versucht hat, einen Konflikt aus der Ferne zu moderieren oder zu, da kommt man ruckzuck auf die Situation, dass man es natürlich auch in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Rechtssystemen auch sehr schwierig ist, von außen zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Das merken wir immer wieder, selbst innerhalb des europäischen Rechtsraumes. Wenn ich jetzt mir angucke, wenn wir sagen wir, Konflikte oder Beschwerden allein auch von Bosch-Standorten auf europäischer Ebene haben, fällt es uns oft schwer, das, sage ich mal, konkret nachzuvollziehen. Aber es wäre auf jeden Fall, sage ich mal, etwas, wo Bosch extrem unter Druck kommen würde. Einfach weil Bosch auch per se einen Anspruch hätte, Legalität, soziale Rahmenbedingungen und so weiter auch einzuhalten. Bosch hat sich ja selber zu entsprechenden Spielregeln verpflichtet. Und den Druck kann man oft emotional nutzen. Vielen Dank für die Erläuterung. Ich habe hier einen generellen Kommentar, einen allgemeinen, der Richtung ILO und die verschiedenen Gruppen, also Arbeitnehmergruppe insbesondere gerichtet ist, wo gefordert wird, dass die ILO sich also stärker als bisher für ein legally binding treaty, also für einen rechtsverbindlichen Vertrag auf UN-Ebene einsetzen sollte. Verena hat es schon, glaube ich, kurz angedeutet in ihrem Statement, aber ist das etwas, was die ILO leisten kann und darf? Oder wo innerhalb der ILO würdest du den Ort sehen, wo diese oder die Akteursgruppe, die so etwas fordern muss und kann? Vielen Dank, Horst, and thanks to Ramon for this question. Innerhalb dieser UN-Diskussion spielt ja die ILO keine direkte Rolle, sondern wir haben nur Beobachterstatus. Für die ILO selbst, denke ich, ist die Frage wichtig, dass die ILO selbst in eine Diskussion zumindest geht, über ein Übereinkommen oder eine Empfehlung zu Due Diligence oder Lieferketten allgemein. Wir hatten die Gruppe der Arbeitnehmer, hat dies schon länger gefördert, die Diskussion ist nicht neu. Daraufhin hat man sich auf drei vorbereitende Expertentreffen geeinigt, die alle drei stattgefunden haben. Das letzte zu, ob es einen Standard geben soll oder nicht, wurde ohne Conclusion abgeschlossen, ohne Beschluss abgeschlossen. Also im Grunde genommen wurde abgebrochen von den Arbeitgebern, die darüber nicht weiter diskutieren wollten. Und das ist natürlich eine schwierige Ausgangslage. Für
Wir hoffen, dass jetzt ein Kompromiss gefunden wird in dieser Arbeitsgruppe, der dann vom Verwaltungsrat auch so beschlossen wird, dass es zumindest eine Diskussion stattfindet auf Ebene der internationalen Arbeitskonferenz, wo sowas mit allen Delegierten besprochen wird. Aber ich denke, die Hauptaufgabe der ILO ist, unsere eigenen Standards zu machen. Wir sind nicht direkt in den UN-Prozess eingebunden. Sehr wichtig in dem Zusammenhang ist es, denke ich, auch die ILO, das Supervisory-System der ILO zu nutzen, also wo die Organe zu nutzen, die die Konventionen interpretieren. Denn häufig wird ja Stellung bezogen auf die Kernarbeitsnormen, aber es wird relativ wenig geguckt, meiner Ansicht nach, wie die jetzt eigentlich umgesetzt sind. Zum Beispiel Myanmar, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat die Industrial und die myanmarische Gewerkschaft eine Beschwerde gemacht an die ILO, an den Ausschuss für Vereinigungsfreiheit. Und es wurde sehr schnell im Mai schon eine Stellungnahme dazu verfasst, die auch sehr zitierfähig ist. Ich werde den Link gleich auch in den Chat stellen, weil je mehr sowas dann auch zitiert wird, desto wichtiger oder desto größere Rolle kann die ILO dann auch spielen. Und ich denke, das ist ein Instrument, was noch nicht so genutzt wird, weil es ja auch schwierig ist, das zu finden immer und immer praktisch aktuell informiert zu sein. Aber ich denke, das wäre ein wichtiger Bereich, wo die Gewerkschaften auch noch mehr Druck erzeugen könnten. Ja, vielen Dank, Verena. I'm switching to English now because there's. Ich wechsle noch einmal ins Deutsche. Da ist eine Frage an alle ist. Also eine offene Frage an alle Teilnehmenden. Sie können versuchen, darauf einzugehen. Die Frage ist, gibt es eine interne Richtung, in die gegangen werden kann? Also es ist eine strategische Frage. Gibt es eine interne, sagen wir von Seiten der UN, ILO oder EU, eine interne Richtung, wie weitergemacht werden kann? Oder ist Druck von Seiten der Medien oder von unten, von der Straße erforderlich? Also vielleicht beantworte ich die Frage. Es ist wirklich wichtig, dass Gewerkschaften Mitglieder mobilisieren können. Wir wissen alle, dass es eben ohne Kämpfe schwierig ist, Ziele zu erreichen. Natürlich kann es Meetings geben und es kann über Sprache und Formulierungen verhandelt werden, aber es ist natürlich immer wichtig, unsere Mitglieder zu mobilisieren, denn das sind natürlich Sachen, die am Ende die ArbeiterInnen direkt beeinflussen und die einen sehr hohen Einfluss auf sie auch haben können. Also auch, was wir in Bangladesch erreicht haben, aber auch auf globaler Ebene, zeigt das ganz deutlich. Und ich denke, dass wir als Gewerkschaften auf jeden Fall schauen können, wie wir das strategisch anwenden können. Ich finde gerade irgendwie das richtige Wort nicht. Genau, aber wir müssen eben zum richtigen Moment das richtige Mittel wählen, um Druck auszuüben. Ja, danke, Christina. Okay, falls jetzt niemand noch etwas sagen möchte, es ist jetzt gleich 2:30, zumindest europäische Zeit. Und ich sehe, dass hier tendenziell mehr Länder aus dem globalen Norden vertreten sind. Und deswegen möchte ich jetzt eher Kalpana fragen, diese Diskussion, die wir jetzt heute hatten, inwiefern ist die relevant auch für dich?
Inwiefern könnte ein UN-Abkommen auch in deiner Region helfen, schwierige Arbeitsbedingungen, schlechte Arbeitsbedingungen zu verbessern? Also was für eine Rolle spielt das für dich? Also ich denke, dass es helfen wird, wenn wir über ein rechtsverbindliches UN-Abkommen reden, dann geht es natürlich darum, die Konditionen zu verbessern. Und das wird natürlich einen positiven Einfluss auf unsere Arbeitsbedingungen haben. Also wir haben auch hier schon darüber gesprochen. Wir haben auch versucht, mit unserer Regierung darüber zu sprechen, ob es verbindliche Prinzipien geben kann. Und in Bezug auf unsere Gewerkschaft kann ich nur sagen, ich glaube, dass wir von unten aus sehr viel bewegen können. Es ist möglich, eine Bewegung von unten zu mobilisieren. Und ich denke, dass ein verbindliches Abkommen auch alle unsere Arbeitsbedingungen verbessern kann. Ja, vielen Dank, Kalpuna. Ich möchte auch selbst noch einmal allen danken, die diese Veranstaltung heute möglich gemacht haben. Carola Franz und Till Bender von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Caroline Seitz von dem European Global Policy Forum, Christina Heilgos-Klausen von Industry All und auch allen anderen Teilnehmenden ein herzliches Dankeschön. Ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir sprechen. Auf dem Weg zu einem globalen Abkommen kann ich nur sagen, wenn ich jetzt zurückschaue darauf, wie lange es gebraucht hat, um zu einem Lieferkettengesetz allein in Deutschland zu kommen und wie oft wir uns auch treffen mussten, dann weiß ich, dass wir uns auch in Zukunft noch häufig sprechen werden. Deswegen erst einmal vielen Dank an die Teilnehmenden. Sie alle haben mir die Aufgabe heute sehr einfach gemacht. Und vielen Dank auch für die Dolmetscher oder an die DolmetscherInnen für die Kommunikation zwischen den englisch- und deutschsprachigen Teilnehmenden. Und ja, auf bald und einen schönen Tag Ihnen noch. Bis bald.